Hallo Freunde und willkommen zurück bei StarCraft 2 Wir Legacy werden of the auch Void. siegen. Schlagen wir uns Wir zu müssen dem uns Schrein beeilen. durch. Wir haben nämlich noch 6,5 Minuten knapp Zeit. Und wir müssen auch noch ein bisschen Schaden mit Blitzsprint verursachen. Also machen wir Ein das doch. kühner Plan. Ich meine, der hat ja relativ wenig Cooldown. Viel Schaden macht er einfach nur 100. Das heißt, ich hätte 75 mal einsetzen müssen. Ich glaube, das kommt nicht hin. Ich glaube, das haut nicht hin. Beziehungsweise es macht ja allen Einheiten, die es trifft, 750, 100 Schaden. Das heißt, wir müssen nur 75 Einheiten damit treffen. Das könnt ihr ja mal probieren, Jungs. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. So, warum haut das Ding denn jetzt ab? Ich wollte das doch kaputt machen. Das finde ich jetzt gerade nicht so geil. Ich bin der Schwarm. Ich bin so weit gekommen. Beile, Beile, Beile. Huh, das war gar nicht mal so unknapp. Durch Blut und Feuer werden wir wiedergeboren. Ach, Klappe. Die sind alle so wahnsinnig. Ja, so ein bisschen. So, wir haben noch knapp 5 Minuten. Irgendwo fehlt auch noch ein Artefakt, was wir holen müssen. So, du machst schön Schaden, Nathanis. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das da oben drauf war. Das sah zumindest ein bisschen so aus. Aber wir haben ja noch ein bisschen Weg vor uns, also kann es auch noch an der Seite irgendwo auftauchen. Oh je, je. Jungs, ihr habt da hinten ein Problem. Ein kühner Plan. Ist selber schuld, wenn man nicht ausweichen will. Gemeinsam sind wir stark. Aber ich glaube, das Ding verfolgt uns jetzt. Das ist gar nicht mal so geil. So, Kerrigan einmal heilen. Wir dürfen nicht zweifeln. Und weiter suchen. Unser Weg ist vorgezeichnet. Das ist gar nicht mal so geil mit den ganzen Nutzern. Vor allem zwei Immortals dabei. So, ich denke mal, dann wird hier das Ding irgendwo sein. Ja, gefunden. Die Zukunft gehört uns. Nehmen wir schnell mit. Unsere Zukunft und ist wieder zurück. In der Leere. Nicht zweifeln. 3 Minuten 40, das werden wir ja Unser wohl noch hinkriegen. Weg ist vorgezeichnet. Ich hätte vielleicht zwischendurch wirklich vorher ein bisschen mehr sprinten sollen. Unsere Bestimmung wartet. Für Zeratul. Für Ayur. Kerrigan, warum rennst du da voll rein? Ach, halt's Maul, Hybrid. Du hast ja nichts zu melden. Das Problem ist, dieser Typ da dürfte wahrscheinlich tierischen Schaden raushauen. Schön Stun. Gibt leider kein Stun-Lock, weil dafür ist der Implant definitiv zu hoch. Wäre aber auch ein bisschen okay. Das Artanis. Alter, kriegt Artanis aufs Maul. Holy shit. Der macht ja richtig Schaden. Das war's. Knöpf dir den Schrein vor, Artanis. Deine Götter schulden uns ein paar Antworten. Ja, so ein paar. Aber scheinbar haben wir das nicht geschafft. Das finde ich doof. Da habe ich ein bisschen zu spät dran gedacht, dass wir das ja auch noch vorhatten. Naja. Dort vor uns, in der Kammer des Aufstiegs, ruhten die Xel'Naga, während Zivilisationen emporstiegen, untergingen und erneut entstanden. Sie werden erwachen, wenn die beiden auserwählten Spezies eintreffen. Dann werden ihre Ältesten ihr Leben opfern, um ihre Essenz weiterzugeben. Und rein in Form und Wesenheit wird sie wiedergeboren, als Xel'Naga, einem Hirten des ewigen Kreislaufs. Na, bereit?
deinem Schöpfer gegenüberzutreten? In der Tat. Kommt, die Kammer des Aufstiegs liegt vor uns und in ihr unsere Erlösung. Kerrigan ist so schön sarkastisch geworden. Das gefällt mir. Ich habe gehört, das gibt jetzt einen One-on-One-Showdown. Artanis gegen Amon. Das wäre bestimmt cool. Ja, wir haben zu wenig Schaden verursacht. Wieso haben wir da 50 Schaden? Ich dachte, das... Ich hinterfrage es nicht. Egal. Na gut. Dann hole ich das irgendwann später privat mal nach. Vielleicht. Mal gucken. Was geschieht nun? Patriarchen, die leeren Energie aus dem Tempel unter uns steigt drastisch an. Zielt auf das Epizentrum. Das ist bitter. Ich mag übrigens ihre Waffenwahl. Ich bin nicht euer Feind, dunkle Templerin. Haha, Noob. Hört mich an, Matriarchin. Amons Falle ist zugeschnappt. Euer Anführer ist in Lebensgefahr. Haltet ihr uns für Narren? Ja, doch das ist unwichtig. Wichtig ist, dass Amon ein Tor zur Leere geöffnet hat. Dunkle Energien entströmen ihm und werden euren teuren Anführer und jeden, der gegen Amon ist, vernichten. Ich kann euch zu Artanis führen, bevor ihn sein Schicksal ereilt. Mit etwas Mut können wir den dunklen Gott aufhalten. Soll ich etwa glauben, dass ihr mir nicht in den Rücken fallt, sobald ihr frei seid? Ihr vergeudet Zeit. Der Typ ist gut. Senkt eure Klingen. Ich bin Alarak, erster Aspirant der Tal'Darib. Amon hat mein Volk verraten. Ich sinne auf Rache. Und wenn euer Heerreich überlebt, wird er mir dabei helfen. Trefft eure Entscheidung. Der Kerl ist ziemlich groß. Ihr werdet uns zu Artanis führen. Sehr weise. Ich habe ein zusätzliches Verteidigungssystem aktiviert, Matriarchin.
Bitte kommt bei Gelegenheit im Solarkern vorbei, um es zu konfigurieren. Das machen wir doch gerne, Karax. Und das machen wir auch mal zuerst. Matriarchen, der Schlüsselstein absorbiert leeren Energie in einem Tempo ohne Gleichen. Dieser Taldarin spricht also die Wahrheit? Leeren Energie strömt aus dem Tempel. Die Gefahr wird mit jeder Sekunde größer. Ich vertraue ihm nicht, aber alle Messwerte lassen darauf schließen, dass er die Wahrheit spricht. Ein Tor zur Leere wurde geöffnet. Können wir Atanes Position bestimmen? Nein, die Energien machen uns nahezu blind. Wir müssen unser Vertrauen in diesen Taldarin setzen, auch wenn es mir widerstrebt. Verständlich. So, was können wir denn jetzt machen? Massenrückruf. Und, Schild wieder auf Ladungsrate. Praktisch. Massenrückruf. Teleportiert alle verbündeten Einheiten im Zielgebiet sofort zum primären Nexus und gewährt ihnen 20 Sekunden lang einen Schild, der bis zu 200 Schaden absorbiert. Ist ganz nützlich, wenn man überraschend angegriffen wird, während alle seine Einheiten weg sind. Werden wir auch erstmal drin lassen, weil 50 Solarit will ich dann noch nicht ausgeben. Aber wir hätten noch die Schildüberladung. Gewährt allen verbündeten Einheiten und Gebäuden sofort einen Schild, der bis zu 200 Schaden absorbiert. Hält 20 Sekunden lang an. Kann man machen. Ich glaube, ich würde da sogar ja den Massenrückruf benutzen. Aber wir hätten auch noch Phoenix anfordern. Ruft Phoenix für eine kurze Zeit auf das Schlachtfeld. Bei der Landung fügt der Einheiten im Zielgebiet 200 Schaden zu. Phoenix greift selbstständig an und kann die Fähigkeiten Wirbelwind, rasender Sturmangriff und Schildkompensator einsetzen. Nach 30 Sekunden verlässt Phoenix das Schlachtfeld wieder. Ziemlich cool. Eventuell sparen wir da mal drauf. Ich werde jetzt das mal so machen und Verstärkung ranwarpen nutzen, weil wir dadurch ja sowieso einen Pylon bekommen, plus zwei Nah- und Fernkampfeinheiten. Ist also ein bisschen besser als Pylon-Anfordern, kostet halt dementsprechend leider Solarit. Aber wir haben ja so noch welches. Was war das nochmal? Raumportale und Roboterfabriken können mit Warp-Tor-Technologie ausgestattet werden. Und Heranwarpen klingt 20% schneller ab. Das ist eigentlich auch ziemlich geil. Ja, mal gucken, vielleicht holen wir uns das auch nochmal. Wobei ich den orbitalen Assimilator halt schon ziemlich awesome finde. Na gut, mal gucken, ob Rohanna was zu erzählen hat. Ja, hat sie. Der geht's scheinbar gerade nicht so gut. Hat die mal wieder ihren Anfall? Rohanna! Ja, hat sie. Rohanna! Ihr habt nach Ulma gesucht. Und jetzt habt ihr es gefunden. Die Wiege des Lebens. Euer Anfang. Und euer Ende. Lasst sie frei, Amon. Sucht ihr etwa in diesen leeren Hallen nach Erlösung? Hier werdet ihr sie nicht finden. Nur die Wahrheit über das Schattenwechsellager. Gebt sie frei! Ich biete euch ein Geschenk an. Freiheit in nichts. Schweigt! Da hat er einfach das Licht ausgeknüpft. Ach, okay, dann fängt das nochmal an. Okay. Ich dachte, dass sie jetzt noch irgendwie einen Kommentar ablässt oder so, aber scheinbar hat sich Amon jetzt erstmal komplett fest eingenistet. Dieser Taldarin hat seine Krieger mitgebracht. Vielleicht ist seine Gegenwart uns tatsächlich von Nutzen. Jo, wir können nämlich jetzt die dritte Fraktion auch für die dunklen Templer auswählen. Nämlich den Blutjäger. Wo versteckt sich meine Beute? Er macht gegnerische Einheiten und Gebäude handlungsunfähig und ist dauerhaft getarnt. Die Gesellschaft der Taldarim ist gnadenlos. Diejenigen, die als zu schwach erachtet werden, werden schonungslos von den Blutjägern gejagt und hingerichtet. Diese können ihre Beute ungesehen verfolgen und in leeren Stasis gefangen halten. Eigentlich ziemlich geil, aber ich bleib trotzdem bei den Vergeltern, einfach weil die immer wieder zurückgerufen werden. Das finde ich doch noch ein bisschen angenehmer. Na, haben wir hier schon die nächste Fraktion? Nein. Okay. Das wird sich jetzt wahrscheinlich einfach so lange durchziehen, dass wir halt, wenn wir die nächste Mission haben, kriegen wir eventuell das freigeschaltet und die nächste Einheit und so weiter und so fort. So wird das immer weitergehen. Gut, dann müssen wir wohl mal mit Alarak zusammen arbeiten. Ich habe euer Schiff nicht infiltriert, um belanglose Gespräche zu führen.
Weil ich mich echt frage, wie der alleine auf dieses Schiff gekommen ist. Aber wir haben ja schon gesehen, der ist ziemlich mächtig. Euer Hierarch ist sich offensichtlich nicht der Gefahr bewusst, die sich ihm nähert. Wenn ihr seine sichere Rückkehr wünscht, dann solltet ihr eure Krieger zu diesen Koordinaten entsenden. Machen wir. Und jetzt kriegen wir auch die Hohen Templer. Mächtiger psionischer Meister kann die Fähigkeiten Rückkopplung und Psi-Sturm einsetzen und kann zu einem Archon verschmelzen. Ja, das ist eigentlich so ziemlich das Geilste an denen, meiner Meinung nach. Aber das können halt eigentlich die Dunklen Templer auch. Deshalb finde ich die Dark Templar doch noch ein bisschen cooler. So, wir müssen die Mission abschließen. Wir müssen 15 Einheiten mit Psi-Stürmen vernichten. Und wir müssen, bevor Kerrigan mehr als 3 Schwarmstöcke verliert, die Mission abschließen. Dann mal gucken, wie schnell Kerrigan die Schwarmstöcke verliert. Die Hybriden vereinen die besten Eigenschaften der Zerg und der Protoss. Ihre körperliche Stärke und ihre psionische Macht sollten nicht unterschätzt werden. Ja, außerdem haben zumindest manche von denen ziemlich gute Schilde. Und ich habe mal wieder einen Frosch im Hals. Irgendwie bei fast jeder Aufnahme. So, gucken wir doch mal. Dieser Pfad wird eure Streitkräfte zu Artanis führen. Damit habe ich mein Versprechen erfüllt, dunkle Templerin. Sagt eurem Hierarchen, dass ich auf ihn warte. Matriarchin, unsere hohen Templer haben sich freiwillig gemeldet, euch zu helfen. Der Verlust der Kala war nicht leicht zu ertragen. Doch wir sind erneut bereit zu dienen. Templer, ich danke euch für euren Mut in diesen schweren Zeiten. Wir werden unseren Hierarchen retten. Ja, wenn man so an die alten Teile zurückdenkt und die dunklen Templer, wie sie dann noch schön ihre Nervenstränge entfesselt Psi-Stürme, Brüder, getragen haben. Dass diese Sklaven der Hybriden den Zorn der Templer spüren. Ja, machen wir. Aha, ups. Ich vernahm euren Ruf. Erstmal ausgetrickst. Olok Natal. Ja, wir sollen 15 Gegner uns, glaube ich, mit den Dingens zerstören, mit den Psi-Stürmen. Ich habe von diesen terranischen Phantomen gehört. Lenkt ihre eigenen Energien mit einer Rückkopplung auf sie zurück. Sie werden es nicht ertragen können. So diene ich. So. Ja, die Phantome bzw. Ghosts, also es sind ja Phantome, die speziellen Ghosts sozusagen, die sind gar nicht mal so nett. Templer, zu uns, schnell! Zu mir, mein Schwarm! Machen wir die doch mal kaputt hier. Hallo Artanis, hi Kerrigan. Horatun, eure Streitkräfte kommen genau zur rechten Zeit. Amon hat ein Portal zur Leere geöffnet. Es muss geschlossen werden, bevor es alles auseinanderreißt. Dem stimme ich zu. Mein Schwarm und ich werden den Großteil von Amons Macht abwehren und Zeit schinden. Ihr werdet das Portal schließen müssen. Das Tor bezieht Energie aus diesen leeren Kristallen. Wir werden sie zerstören müssen, um das Tor zu versiegeln. Dann soll es so sein. Ja, dann machen wir das doch auch so. Lustigerweise kämpfen wir jetzt nicht mehr mit Artanis. Warum auch immer, ich habe es nicht so ganz verstanden, aber... Naja. So, das übliche Problem, wir brauchen Minz. Mit Minz können wir dann wieder einiges erarbeiten. Aber... Die Dunkelheit nähert sich meinem Schwarmcluster, Artanis. Ich hoffe, du schaltest diese Kristalle bald aus. Ich schicke dir weiterhin so viele Zerg, wie ich entbehren kann. Kämpf tapfer, Templer. Wir versuchen's. Kennst du das? Ihr habt nicht genügend Mineralien. Das ist gelogen. Ich hatte doch gerade noch mal genug. So, ich würde schon mal mit unseren Einheiten ein bisschen scouten gehen. Einfach weil wir jetzt eben wieder vorerst nur auf Dingens warten müssen. Immer mal wieder. Hierarch, ich empfange mehrere versteckte Energiesignaturen aus dem Tempel. Es scheinen Xel'Naga-Gefäße zu sein. Uralte Energiequellen. Wenn wir sie finden können, sollte ich in der Lage sein, mit ihrer Energie zusätzliches Solarit aus dem Kern der Speer des Adun freizumachen. Wir haben ein Xel'Naga-Gefäß geborgen, Karax. Bereitet alles auf den Transfer vor. Unglaublich.
Trotz Äonen in diesem Zustand sind diese Geräte noch bei voller Energie. Machen wir das mal so. Aber mittlerweile können die dunklen, die hohen Templer ja zumindest mal angreifen. Es gab nämlich mal eine ganze Zeit lang, wo die nicht angreifen konnten, soweit ich weiß. Beziehungsweise ich glaube, die können im Multiplayer auch immer noch nicht angreifen. Davon mal abgesehen. Ach komm, zähl doch nix hier. Das Leid führt auf den Pfad der Weisheit. Ich vernahm euren Ruf. Obwohl, die haben dann Dingens bei, da warte ich mal kurz auf die Zerg, dass die das tanken können Lasst für mich. Lasst uns weitergehen. Entaro Tassada. So diene ich. So, Kerrigan verliert gleich schon den ersten Schwarmstock, das ist gar nicht so geil. Mach mal kaputt. Den da finde ich jetzt echt uncool. Lasst uns weitergehen. So, die bauen sich wieder auf. Aber natürlich können. Ja, die können auch zerstört werden, theoretisch. Also endgültig. Rückt vor und zerstört ihn. So, wir machen das mal so. Dann könnt ihr hier mal aufräumen. Während wir noch mehr Mineralien ausgeben. Und uns auch dementsprechend erstmal ein bisschen hier vernünftig aufbauen. Von hinten kann ja nichts kommen, da haben wir ja Kerrigan glücklicherweise. Jungs, ihr braucht ziemlich lange. Ich werde mir, glaube ich, mal noch zwei Templer gönnen. Und dann zwei der Templer schon mal zu Archons verschmelzen, weil die machen einfach auch mehr Schaden. Kristall neutralisiert. Meine Sensoren erfassen noch drei weitere Hierarch. Ja, kriegen wir hin. Das kriegen wir schon alles hin. So, können die Zerg jetzt mal kommen? Dankeschön. Ihr geht mal vor. Olok Natal. Für Artanis. Das finde ich jetzt gerade echt nicht gut. Lasst uns weitergehen. Alter. Ich vernahm euch. Talerim halten echt einiges aus. Oh, der Kerl hat noch 4 HP. Unsere Kraft wird helfen. Machen wir das mal so. Dann verschmelzen wir einfach euch beide. Eure Gedanken sind klar. Das Leid führt auf den Pfad der Weisheit. Dann haben wir den doch schon mal. Auserwählte, tötet die Ketzer im Namen Amons! Schreit doch nicht so. So, wir haben jetzt einen Archon. Oder Archon, oder... Nennt ihn, wie ihr wollt. Allerdings brauchen wir auch noch eine Schmiede. Eine Roboterfabrik ist auch mal ganz nett. Ein dunkler Schrein. Und ein Kybernetikern. Casa de Templari. Dann kannst du wieder arbeiten gehen. Und das ist deine Meinung. Diener, ausrücken. Zerfetzt jeden, der dumm genug ist, sich euch in den Weg zu stellen. Führt auf den Pfad der Weisheit. So. Ich wusste, wir sind uns einig. Wir können Upgrades erforschen. Dunkler Schrein ist in Arbeit, das ist in Arbeit, das ist in Arbeit. Dann können wir jetzt auch alles Mögliche ranwarpen. Ach, das wird schön. So, wir sollten uns aber langsam beeilen, weil Kerrigan verliert langsam, aber sicher den zweiten Schwarmstock.
glaube ich. Ich glaube, dass da oben zumindest ein Schwarmstock beistand. Ich habe ehrlich, ich habe es mir nicht angeguckt. Das war ein bisschen doof. Und ansonsten können wir nur noch Verteidigung aufbauen. Die wird wie immer ähnlich aussehen, wenn wir mehr Mineralien hätten. Okay, das ist ein Argument. Dann gehe ich jetzt erstmal das da drauf. Wenn die beiden dunklen Templer da sind und einer der unbeugsamen, dann gehen wir schon mal in den Angriff über. Kann ja so nicht angehen, dass hier noch so viel steht. Ich meine, Kerrigan greift ja auch immer mal mit an mit so kleinen Trupps. Das ist ja schon mal ganz gut. Komm, können wir noch uns noch ein paar Sachen gönnen. So. Wir brauchen demnächst noch ein paar Hitzer. Wenn Kerrigan eh von da kommt, meine Aufgabe, können wir theoretisch ja. Na, wobei ich mir das relativ zugebaut, oder? Nee, man kann auch noch durch. Ich füge mich. Gut, dann machen wir das doch direkt so. Und dich, Kleiner, nehme ich jetzt mit. Hierhin. Nein, Moment. Hehe. Das wäre fast schief gegangen. Ich wollte da Cannons hinbauen und nicht die Schildbarrieren bzw. Schildprojektoren. Und dann kannst du. Unsere Kraft wird helfen. Gut, dann. Ich vernahm euren Ruf. Ich hätte gerne mal ein Netz darüber. Dann können wir nämlich schnell das da ausschalten. So, das Problem ist, dass das Ding immer noch steht und immer noch Sicht gibt. So. Krieger, die Verteidiger wurden vernichtet. Zerstört den Kristall so schnell wie möglich. Jo, wäre ganz sinnvoll. Aber scheinbar aktivieren die das auch. Ja, klar, die aktivieren das auch automatisch. Das ist gut. So. Schnell den Kristall zerstören. Dann den Pylon zerstören. Ich vermute, Amons Streitkräfte werden uns die nächsten beiden nicht so einfach überlassen. Hybriden formieren sich, um unseren Nexus zu attackieren. Macht die Verteidigung bereit. Das ist nur bedingt gut, aber kein Stress. Wir werden es überstehen. So, ihr geht schon mal dahin. Und du baust mir mal ein paar von den Warp-Knoten auf. Ich sichere einen Kristall höchstpersönlich, Artanis. Schließ dich mir an, wenn du willst. Das ist ja nett, Kerrigan. Wenn, dann soll das schon ordentlich aussehen hier. Also Schlamperei am Bau kann ich ja nicht leiden. Ne? So. Na, da zieht Kerrigan wirklich los. Gehen wir doch mal mit ihr. Welchen Kristall will sie denn? Sie will schon mal den da hinten. Dann nehmen wir aber das Vespingas noch mit. Olok Natal. Ich füge mich. So, du könntest mal das da zerstören. Und jetzt haben wir wieder keine Energie mehr für die, das ist schlecht. Aber scheinbar haben wir unseren Archon verloren, das finde ich nicht so geil.
Unsere Krieger werden den Kristall auf euren Befehl hin zerstören. Hopp, ich bin schon dabei. Oh, das ist nicht gut. Upgrade durchgeführt. Es verbleibt nur noch einer und das Portal wird instabil. Wir müssen den letzten Kristall zerstören. Die Zeit drängt. Ja, wir beeilen uns schon. Frieden im Anmarsch. Krieger, lasst sie den Nexus nicht erreichen. Ich vernahm euren Ruf. Ich wollte gerade sagen, was ist da hinten explodiert, aber die haben scheinbar einen Tank dabei. Okay, ist ein Argument. So, dann könnt ihr da mal den Dingern ein bisschen Probleme bereiten. Ich ziehe mich zum Schwarmcluster zurück. Du bist auf dich allein gestellt, während wir uns erholen. Das finde ich gerade irgendwie gar nicht mal so geil, Kollegin. Muss ich sagen. Artanis, beeil dich mit diesen leeren Kristallen. Mein Schwarmcluster ist ganz schön angeschlagen. Ich hoffe, dass erst zwei Schwarmcluster zerstört wurden. Sonst ist das echt doof. So, unsere Warp-Gates sind aber fertig. Das heißt... Hierarch, nur ein Teil eurer Warp-Knoten ist zu Warp-Toren ausgebaut. Ich empfehle euch, euch für eine dieser zwei Möglichkeiten zu entscheiden. Danke für den Hinweis, Karax. Stimmt, ich hatte da ja noch zwei Warp-Knoten. Das war nicht so klug. Vielleicht noch ein Protektor, ist ganz sinnvoll. Und dann... Das Problem ist, wir müssen uns hier oben durchballern. Machen wir das doch mal professionell. Mit voller Wucht. Immer schön Schaden anrichten. So. Könntet ihr mal dahin und den da runterholen, schnell? Und du hast keine Energie für einen. Na, schade aber. So, dass die jetzt aber auch wieder mit diesem Detektor ankommt, finde ich echt nicht so freundlich von denen. So, wir wollen da glaube ich nicht runter, weil das gibt. Gäbe uns sonst auf die Schnauze. Wir können an dem die Rückkopplung auch benutzen. Meine Brut nähert sich einem Kristall. Du, ich stehe schon davor. Der Kristall wurde gesichert. Zerstört ihn und der Sieg gehört uns. Aber war ja gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Easy going. Hätten wir ein bisschen schneller machen können. Ich glaube, dann haben wir die die Erfolge nicht geschafft. Das ist ein Mahnmal sein. Von heute an stehen wir Seite an Seite. Wir schlagen Amons Finsternis zurück. Stunden später über Ulna. Wir haben heute gut gekämpft, Kerrigan. Schließt euch uns an. Gemeinsam können wir Amon zurück in die Leere schicken. Mein Schwarm wurde hier aufgerieben, Artanis. Ich brauche Zeit, um meine Truppen neu zu formieren. Zeit haben wir nicht. Mein Volk wird verschlungen, ihr Fleisch zu Amons Körper geformt. Ich kann nicht warten. Dann tu es mir gleich. Schließ Allianzen, unterwirf deine Feinde. Tu, was nötig ist, um zu siegen. Überleben ist kein Zuckerschlecken. Unsere da hat sie recht. Unsere Ziele sind sehr unterschiedlich. Ich danke euch dennoch. Mögen wir uns bald wiedersehen. So, Mission abgeschlossen. Ah, wir haben es doch geschafft. Sehr schön. Wie viel haben wir gekillt? Oh, 18. Knapp drüber. Reicht. Oh, und Kerrigan... Ach klar, mehr als 3. Ja, sie darf halt den 4. nicht verlieren. Haha, das war unser Vorteil. Puh. Knapp. Ach, ich mag solche Formulierungen mehr als. Ich vergesse grundsätzlich und denke dann, wenn sie den 3. verliert, haben wir verloren. Tja, haben wir das nicht geschafft, aber es hat funktioniert. Hierarch des Zirkels des Zwielichts. Kriegsherr der Templer.
Ich hatte so viel mehr erwartet. Amazon, gebt Acht, was ihr sagt. Sonst spürt ihr meine Klinge. Oh, so spricht man nicht mit demjenigen, der euren Meister gerettet hat. Mein Wohlbefinden kümmert euch wenig, Alarak. Was ist der wahre Grund eures Kommens? Unser Gott hat seinen uralten Pakt mit uns gebrochen und uns verworfen. Das sind alles Lügen, Adamis. Ich soll der Lügner sein? Ihr seid doch nichts anderes als eine Lüge auf Beinen, Maschine. Sagt, was ihr zu sagen habt, Alarak. Die Todesflotte der Targaryen sammelt sich über Slain und wartet auf das Signal zum Großangriff. Ich bringe ein Angebot. Ihr werdet mir helfen, mein Recht einzufordern, als Hochlord mein Volk zu führen. Und im Gegenzug biete ich euch die Beilegung sämtlicher Feindseligkeiten an. Phoenix, versammelt meine Berater. Wie es scheint, gibt es viel zu bereden. Ja, das gibt es. Artanis. Ich glaube, ich werde euch hier von größerem Nutzen sein. Außerdem ist es mir lieber, wenn Alarak dort bleibt, wo wir ihn nicht aus den Augen verlieren. Ja, die gute Vorazun hat jetzt ihren Platz gewechselt, weil Alarak finden wir auf der Brücke. Und ich würde sagen, Freunde, wir gehen nochmal die ganzen Gespräche durch und gucken mal, was die so zu sagen haben zum guten Alarak, wobei gut in große Anführungszeichen gesetzt werden sollte. Ich fürchte, Zeratuls Vision verschleiert sich mir. Es steckte mehr Wahrheit darin, als ich erwartet hatte. Die Xel'Naga ruhten tatsächlich hier. Wären sie noch am Leben gewesen, hätten wir sicher Hilfe von ihnen erhalten, so wie Zeratul es erhofft hatte. So viel muss ich ihm zugestehen. Matriarchin, eure Worte versetzen mich in Erstaunen. Vielleicht hat euer Rat in gewisser Hinsicht doch eine Wirkung auf mich gehabt. Nun, dann werde ich euch gerne mehr davon erteilen. Ich sagte, in gewisser Hinsicht, Hierarch. Nicht in jeder. Ach ja, die beiden, die mögen sich, glaube ich, manchmal. Ohana, erkennt ihr nicht, warum ihr eure Nervenstränge durchtrennen müsst? Ich werde nicht zulassen, dass ihr wieder unter Amons Einfluss geratet. Die Kala wurde in unserer schwärzesten Stunde geschaffen. Allein ihr Licht vermochte es, unserem Volk seine Einheit zurückzugeben. Von Geburt an sind wir ein Teil von ihr und wenn wir sterben, geht unser Wesen in ihr auf. Dafür lohnt es sich zu kämpfen. Doch nun setzt Amon die Kala gegen uns ein. Er bezieht aus ihr seine Stärke. Die Zeit der Kala muss enden. Artanis, durch die Kala verschmelzen alle unsere Gedanken und Gefühle zu einer Einheit. Ich spüre seine Gedanken und Gefühle, vermischt mit den Emotionen aller anderen in der Kala. Er ist sich dessen nicht bewusst, doch hier ist er verwundbar. Inwiefern? Auf die gleiche Weise, wie er meine Gedanken liest, erahne ich die seinigen. Wir können das zu unserem Vorteil nutzen, Hierarch. Vertraut mir. Die Gefahr ist zu groß. Bitte, Hierarch. Ich bitte euch lediglich um etwas mehr Zeit. Ah, ausnahmsweise. Mächtige psionische Krieger haben sich uns angeschlossen, Hierarch. Ihr müsst eure bevorzugte Einheit wählen. Ja, das werden wir auch. Wir haben die Hohen Templer mit dem Psi-Sturm. Entzieht gegnerischen Einheiten Energie. Psi-Sturm hat einen größeren Radius und stellt die Schilde verbündeter Einheiten wieder her. Zwei Hohe Templer können zu einem Archon verschmelzen. Sehr nützlich. Vor allem die Plasmawelle Psi-Sturm stellt bei verbündeten Einheiten im Zielgebiet 50 Schildpunkte wieder her. Ist ziemlich cool. Und ja, in unserer dunkelsten Stunde feilen die Hohen Templer weiterhin an ihren Fähigkeiten. Ihre Psi-Stürme richten weitflächigen Schaden an und können nun auch die Schilde unserer Krieger wiederherstellen. Oder wir nehmen den dunklen Archon mit Gedankenkontrolle. Kann eine gegnerische Einheit dauerhaft kontrollieren, zwingt gegnerische Einheiten sich gegenseitig anzugreifen, kann Boden- und Lufteinheiten angreifen. Die Verschmelzung zu einem dunklen Archon ist instabil und gefährlich und wird deshalb nur in der ärgsten Not erlaubt. Ihre chaotischen Psi-Energien treiben unsere Gegner in den Wahnsinn, wodurch sie sich gegeneinander wenden. Ich werde mal den dunklen Archon nehmen, einfach weil der ziemlich cool aussieht. Und diese Gedankenkontrolle echt praktisch ist. Und wir können... Ja. Truppen angeschlossen. Es scheint, als erlebten wir immer wieder neue Überraschungen. Richtig, wir haben...
Die Schattenkanone der Nerazim können aber auch die Totgeweihten holen. Schickt mich in die Schlacht. Fügt gegnerischen Bodeneinheiten Flächenschaden zu, fügt gepanzerten Einheiten Bonusschaden zu. Besiegte Tal'Darim erhalten eine letzte Chance, ihre Schande zu tilgen. Sie werden in einen Kampfläufer gesperrt und somit zu Totgeweihten. Sie dienen dem Hochlord, indem sie so viel Zerstörung wie möglich anrichten, bevor sie schließlich ihr Leben lassen. Sind eigentlich ziemlich cool, vor allem gegen große Gruppen Bodentruppen, aber mir ist es halt... Ich finde es sinnvoll, dass wir auch gegen Lufteinheiten hiermit angehen können, mit dieser Fähigkeit. Das sollten wir also dran behalten. So, Karax. Ich glaube, einen Weg gefunden zu haben, unser Volk zu retten. Wie von Zeratul prophezeit, ist der Schlüsselstein die Lösung. Wie meint ihr das? Wie wir sehen konnten, ist der Stein dazu gedacht, gefunden und zusammengesetzt zu werden, um damit zu einem Xel'Naga aufzusteigen. Auf Ulna sollte er die in ihm gespeicherte Energie dazu verwenden, die schlummernden Xel'Naga zu wecken. Der Schlüsselstein sammelt Energie und verteilt sie neu. Essenz, Materie, Informationen, Bewusstsein. Für diesen Stein sind sie ein und dasselbe. So viel weiß ich jetzt. Wurde so auch Kerrigan geläutert? Er entzog die Essenz, die sie zur Königin der Klingen machte. Dann nutzte er diese Energie dazu, Amon aus der Leere zu befreien. Wenn ich herausfinde, wie sich der Schlüsselstein kontrollieren lässt, könnten wir Amon aus der Kala vertreiben und unser Volk retten. Dann hat Zeratul uns doch zur Hoffnung geführt. Setzt eure Forschungen fort, Karax. Wir müssen gegen Amon in den Krieg ziehen. Ja, das ist ja relativ offensichtlich gewesen. Oh, Phoenix hat sogar noch was zu sagen. Sehr schön. Ihr hattet recht, Hieraj. Ich bin kaum mehr als ein Klon. Des Freundes Phoenix. Der Tal'Darim spricht die Wahrheit. Ich bin synthetisch. Eine Replikation. Eine Lüge. Was habt ihr in den Archiven gefunden? Ich erfuhr von meinem Tod, meiner Wiedergeburt als Dragoner und meinem erneuten Tod durch die Hand dieser Königin der Klingen. Ich bin nicht Phoenix. Und doch verfüge ich über seine Erinnerungen, als wären sie meine eigenen. Ich brauche Zeit, um mir darüber Klarheit zu verschaffen. Ihr seid ein Krieger, Phoenix. Unabhängig davon, ob ihr euch als meinen alten Freund seht. Ihr solltet wissen, dass ich an euch glaube. Ich bin der festen Überzeugung, dass ihr mir dabei helfen werdet, Amons Armeen zu vernichten und unser Volk zu retten. Lasst euch von diesem Wissen nicht verunsichern. Ich werde es versuchen, Hieraj. Immer schön positiv bleiben. So, wir können nochmal Solarit verteilen. Allerdings nur 5. Ich denke mal, die werde ich in die Startversorgung stecken. Vorerst. Das werden wir später wahrscheinlich auch wieder ändern. Und dann uns noch anhören, was Alaric zu erzählen hat. Und dann machen wir falschen Schluss. Ihr müsst akzeptieren, dass Amon euch vernichten wird. Wenn ihr so sehr an ihn glaubt, warum seid ihr dann hier? Oh, ich spreche nur aus, was unausweichlich ist. Mir ist die wahre Macht eures Widersachers vertraut. Daher sage ich ja, euch vernichten, nicht uns vernichten. Ich habe genug gesehen. Sein Hochmut wird sein Untergang sein. Ein Makel, den ich auch in euch erkenne. Ich glaube, ich mag euch, Hieraj. Ihr besitzt eine vorbildliche Tapferkeit. Dann schließt euch mir an. Gemeinsam können wir ihn besiegen. Ich kann mein Schicksal nicht an eures binden. Ihr seid nicht von Hass beseelt, wie ich es bin. Euch peinigt nicht das Wissen, dass all euer Glauben eine Lüge war und dass euer einziger Trost in der Vernichtung eures Verräters liegt. Ach nein? Mein Volk ist von Amon korrumpiert worden, der sie jetzt zu verabscheuungswürdigen Hybriden macht. Mein Zorn brennt heller als 1000 Sonnen und bald werden ihn alle entfesselt sehen. Dessen möchte ich nur zu gern Zeuge werden. Ich glaube, dann willst du aber nicht direkt neben ihm stehen. Ich glaube, wenn Artanis einmal richtig sauer ist, dann legt er los. Und dann bremsen ihn auch keine 10 Zeratuls mehr.
Na gut. Ich würde aber sagen, wir machen für heute Schluss, Freunde. Und in der nächsten Folge gucken wir mal, wohin uns unsere Reise führt. Welche Verbündeten wir noch finden werden. Und was der Tal'Darim jetzt genau damit meint, dass wir ihm helfen sollen, sein Recht einzufordern. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns unter der Woche wieder bei Halt die Schnauze. Nicht untersuchen. Handeln. Ich bin am Reden. Das zählt nicht. Schnauze. So. Unter der Woche Mass Effect läuft vermutlich diese Woche aus, Mass Effect 2, um genau zu sein. Und es läuft noch Splinter Cell Blacklist. Und nächstes Wochenende sehen wir uns wieder zu StarCraft 2 hier wieder. Sehen wir uns wieder hier wieder? Nicht so ganz. Sehen wir uns hier wieder. So, Punkt. Bis dahin. Ciao, Freunde.